Und herzlich willkommen hier auf taschenpcs.de zu einem neuen Video. Heute haben wir ein Unboxing für euch und zwar von den Boltune True Wireless Stereo Earbuds. Langer Name für so, eigentlich ein kleines Gerät. Und ich meine, in Zeiten von einem Haufen von diesen Earbuds, diesen ja, Bluetooth-Kopfhörern ohne Kabel, sage ich jetzt einfach mal, fällt es doch schwer, den Überblick zu finden. Ich meine, wir haben die AirPods, die bei 280 Euro enden, die AirPods Pro. Wir haben andere Hersteller, die weit weniger kosten. Und da fällt es einem doch schwer, eine Übersicht zu finden und genau zu sagen, ja, was kaufe ich mir jetzt eigentlich, wenn ich Interesse an so einem Produkt habe? Naja, ich habe mir überlegt, okay, so 280 Euro AirPods Pro, die sind nicht für jeden erschwinglich. Und vielleicht kann man ja da was finden, was sich trotzdem vernünftig anhört, sich bequem in die Ohren einfügt und natürlich eine gute Akkulaufzeit hat. Und vielleicht bin ich mit diesem Boltune True Wireless Stereo Earbuds darauf gestoßen. Hat ungefähr im Amazon-Angebot 34, 35 Euro gekostet. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir packen das Ding jetzt mal aus. Nun gucken wir uns natürlich wie immer die Verpackung an. Als erstes steht hier natürlich Boltune True Wireless Stereo Earbuds. Also so sehen die Dinger aus. Also ein Sketch davon. Auf der Oberseite nur so ein paar Informationen. Die Rückseite, da wird es vielleicht ein bisschen interessanter. Aber nein, nur wo es herkommt und so weiter. Auf der Seite ist die Internetseite. Hier wieder Unterseite nichts. Relativ unspektakulär, aber es geht ja auch mehr drum, was drin ist. Und das gucken wir uns jetzt mal hier an. Ziehen das hier raus. Okay, was kommt als erstes hier? Aha, eine Warranty Card. Dann haben wir hier einen Quick Start Guide. Nicht verkehrt. Und dann haben wir natürlich hier einen User Guide. Boah, das ist ein ganz schöner Motz für so ein Produkt eigentlich. Dann haben wir hier ein Kabel mit Ersatzdingern. Es ist USB-C, was ich immer sehr geil finde. So ein kleines USB-C-Kabel, auch nicht verkehrt. Dann haben wir hier in Schaumstoff eingewickelt. Oh, das ist festgeklebt, nicht verkehrt, cool. Eine Verpackung, die wir uns jetzt natürlich näher angucken wollen, weil wir gehen davon jetzt einfach mal aus, dass da die Kopfhörer drin sind. Hier haben wir das Case. Es ist Plastik. Ja gut, also ich meine, ich erwarte jetzt für 34 Euro waren die jetzt im Angebot. Nicht, dass das ein Case ist wie bei den AirPods, sondern eher funktional. Und solange es hält und die Dinger schützt, wenn man die in der Tasche hat, ist mir das eigentlich relativ wurscht, was damit ist. Hier steht nur Boltune drauf. Hier so ein paar normale Standardteile. Hier unten, ich gehe davon aus, das zeigt eine Akku, die Akkuzeit an, wie viel das Case noch hat. Und hier haben wir den Port für den USB-C-Kabel. Wir machen das Ganze einfach mal hier auf. Und dann sind die schon da. Ich finde, der erste Eindruck ist sehr positiv. Sehen nicht verkehrt aus. Das Case nochmal zum Öffnen, das ist ja auch immer so eine Experience, wie sich so ein Case öffnen lässt. Ja, es geht eigentlich recht einfach. Dann haben wir hier natürlich die Kopfhörer links, rechts. Und was wir hier sehen können, sie leuchten schon blau, wo ich jetzt mal von ausgehe, dass sie bereit sind, um sich zu paaren. Klar, es gibt natürlich noch so andere Hersteller, wo man quasi nur diesen Knopf hat, diesen Knopf hier ohne den Stiel. Ich habe mich für die entschieden, erstens, weil ich das Design besser finde und auch, weil natürlich dadurch ein bisschen mehr Platz für Akku ist. Ne? Und ich finde gerade so bei Bluetooth-Kopfhörern, finde ich es immer wichtig, dass man nicht alle zwei Stunden diesen Case packen muss, damit die aufladen. Aber ich finde so, erster Eindruck ist nicht verkehrt, sehen schön aus. Natürlich finde ich es ein bisschen schade, dass hier diese die Ladekontakte sind. Das finde ich nicht ganz so geil, aber gut, ganz ehrlich, sieht man sowieso nicht, wenn man sie im Ohr hat. Und irgendwo müssen sie ja aufgeladen werden. Sie blinken munter vor sich hin. Das heißt, sie sind wahrscheinlich bereit zum Pairing, was wir auch gleich natürlich durchführen werden. So, ich musste eigentlich gar nicht mal so viel tun. Ich habe hier mal mein Handy daneben gelegt. Angeblich, also zum Anmachen soll, wenn die noch nicht an sind, wenn man sie aus der Verpackung, aus diesem Case holt, 2 Sekunden auf diesen Knopf hier drücken und dann gehen sie an. Anschließend ins Ohr tun, wenn man sie noch nicht gepairt hat, ist eigentlich ziemlich leicht. Man sieht es hier unten, Boltune BT-BH020.
Man klickt drauf und dann sollte sich das Ganze auch pairen. Seht ihr auch hier, ist gepaart, connected. Und ich würde sagen, dann kann man auch schon mal den ersten Hörtest starten. So, ich habe sie jetzt mal in die Ohren gesteckt und ja, man könnte aus der Entfernung sagen, sehen so ein bisschen aus wie AirPods in Schwarz. So ein bisschen auf der Entfernung. Klar, wenn man ja dran sieht, sieht man, es sind eben nicht die Apple AirPods. Aber der erste Klangtest, den ich gemacht habe, gerade war sehr positiv. Also positiv überrascht für den Preis. Haben die schon richtig gut sich angehört. Aber naja, das ist jetzt mal so ein erstes Reingehöre. Ich werde natürlich einen längeren Test jetzt machen, mal über ein, zwei Wochen, um auch mal Akkulaufzeit, Tragekomfort und sonstige Sachen zu testen, um euch dann ein besseres, ausführliches Review geben zu können. Aber ich bin recht positiv gestimmt bis jetzt, also hat alles einen sehr guten Eindruck gemacht und sehen ja auch nicht schlecht aus. Und ja, das war's auch eigentlich schon von mir. Falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Habt ihr auch solche Kopfhörer? Würde mich mal interessieren. Und lasst uns da gerne mal drüber diskutieren. Haut rein, macht's gut und ciao.